Herzlich willkommen zur neuen Borderlands-Folge. Wir sind hier gerade an der Bar von der lieben Moxie und wollen Folgendes ausprobieren. Und zwar wollen wir ihr Geld schenken, Trinkgeld geben. Das haben wir von unseren Zuschauern, haben wir das gesagt bekommen. Vielen Dank nochmal. Und bei ungefähr 10.000 oder so kriegt man wohl was Dickes von ihr geschenkt. Und das wollen wir jetzt versuchen. Man kann die in 100er Schritten geben oder in 1.000. Danke, der Laden läuft nicht besonders, aber immer noch besser als die meisten anderen. Ja, also ich gebe jetzt auch einfach mal, ich gebe erstmal 1.000. Verlorenen Krieg. So. Jetzt werde ich gleich rot. Oh, sie wird rot. Oh. Ich will eine Waffe. Sie sagt belohnen, aber dann es doch nicht. Es gab eine Zeit, da wäre ich mit dir an vorderster Front gestanden und hätte gegen Checks Truppen gekämpft. Aber das ist jetzt 4 Kinder, okay. Und wer weiß, wie... Tigerknorren. Okay, So, ich gebe immer 1.000. Ich verliere den Geduldsfaden. So. Ja, ich auch. Wie sieht's aus? Ich will eine Waffe. Boah, laberte viel. Oh, die labert bei mir gar nicht. Bei mir labert sie gerade von hinten. Ach, du machst mich schüchtern wie eine Hure. Also ich habe jetzt gleich 10.000 gegeben. Obwohl ich keine Hure bin. Erzähle, das ganze Geld für meine Wenigkeit? Ich fühle mich geschmeichelt. Oh, die labert aber ganz schön lang. Ich weiß halt nicht, ob... Ich glaube, wir lassen es erstmal. Ich will mich im Internet, glaube ich, mal darüber lesen. Wie man das machen muss, weil ich weiß nicht. Ich habe jetzt bestimmt 10-mal hier ihr Geld zugeschmissen. Ich werde jetzt, bevor wir mit den Missionen anfangen, würde ich hier nochmal kurz. Am Automat. Okay, Achtung, Granate. Oh mein Gott. Jo. Ja, das ist ja sehr merkwürdig. Vielleicht hätten wir es nicht beide machen dürfen. Ich habe jetzt schon, was weiß ich, 11.000 verbraucht. Besonders seit Hyperion sich in der Stadt breit gemacht hat. Vielleicht muss man die immer labern lassen. Wildnis aufräumen und Pandora zivilisieren. Aber ich weiß doch, ich brauch's Geld eh nicht. Um zweierlei. Kohle und Kontrolle. Komm schon, laber irgendwas, Tante. Tante, Das ist nicht meine Lieblingswaffe, aber sie könnte dir nützlich sein. Juhu. Das hat funktioniert. 100er Schritt oder 1000er Schritt? Ich hoffe, ich habe meinen. Ich bin in 1000er Schritten gegangen. Also, ich habe jetzt aber, was weiß ich, 12.000 gegeben oder 13.000. Okay, ich hoffe, dass ich jetzt. Wo habe ich jetzt meine Waffe hingemacht? Oh mein Gott. Da drüben ist sie. Ja, guck mal hier, das ist die Waffe hier. Ich gucke jetzt mir mal die. Also 109. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Aber gut, jetzt also für mich, ne, ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen Geld scheffeln. Also ich hatte, wie viel hatte ich? Ich weiß es nicht, 24.000 oder sowas. Gott, die labern und labern hier. Schnellreisestation Sanctuary. Ich werde hier noch schnell kurz verkaufen. Ja, okay, ich komme da gerade mit und mach das auch mal. Ich werde jetzt meine Schrotflinte weggeben. Und die dann reinmachen. Ich habe so gern geschrotet, aber jetzt muss ich erst unterlassen. Hier kann man verkaufen drüben. Ich hoffe, du bist geimpft. Willkommen. Nichts gegen uns in der Hand. Zeitverschwendung. Lass es, Junge. So, hier eine alte Snipe brauchen wir nicht. Wenn du das nächste Pumpe. Mal am Verbluten bist, denk so. Einfach Dr. Sage. Ich würde ihn gerne in den Kopf schießen hier, den Marshall Frittman. His name is Frittman, dude. Ah, was sind das hier? 221. Werde ich die mal verkaufen. Hier habe ich nur eine Pumpe. Ich habe hier was in der Tasche gehabt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Besser teilweise als was ich hier zwischen meinen drei Standardwaffen habe. Naja. Mal kurz reinschauen. Hier mein Rucksack. Schalala, schalala. Die Radios gehen ja gar nicht, die hier rumstehen, die spielen nur Funkgitter. Ich geh nochmal runter zum Markus, mal gucken, was der sagt. Hey Markus, die Tape. Kotsemmeln hat er nur dabei, okay. Okay, das ist eine Pumpe. Okay, also ich wäre soweit. How it is looking by you. Okay, von mir aus können wir jetzt auch. Ich habe jetzt kurz die Waffen aktualisiert und wir können starten ins. Ins Ungewisse. Wunderland. Irgendwie von diesem Planeten weg. Okay, los geht's. Let's go. Help. Help, help, help. Okay, dann werde ich mal diese dicke Wumme da ausprobieren.
Die dreht sich. Siehst du das an der Seite hier? Sag mal. Oh, oh. Zu spät. Oh, oh, oh. Nee. Das ist aber traurig. Jetzt ist weg. Oh. Och nee, du. Oh. So. Hier, schau mal kurz. Pass auf, hier an der Seite. Ich drehe die Seite schon zu dir. Dreht sich das da bei dir auch? Oh nee, bei mir dreht es nichts. Hey, nee. Oh mein Gott, das haben sie vergessen zu animieren. Für die Außenwelt. Okay, mal gucken, was wir da hinten haben. Waren wir ja schon mal. Überbringe die Nachricht, okay. Halt sich nach einer Friedensmission an. Oh, da oben rennt einer rum. Selbstmordpsycho. Ja, der hat dann keine Granate in der Hand gehabt, der sagt. Oh, eine kleine Granate. Ja. Geht ganz schön ab. Kleines Granate da, Danny. So, erstmal hier nochmal meine alte. Gar nicht so übel. Und jetzt die neue mal. Au! Der ballert okay, hier wie verrückt. So. Ah, da hinten. Läuft, hast du alles, du got it in the grip, dude. Ah, da hinten ballert einer mit so einer fetten Pumpgun. Ich bin die ganze Zeit auf F, wofür es nochmal. Ach, F ist ja von Ding. Ein anderes Game. Genau, F ist ja von COD. Dum, dum, dum. I'm gonna heap you off, dude. Ich verschwinde. Ach, ich drück schon wieder auf F, scheiße. Ruhig. Ah, fuck. Oh. Oh oh. No! Na, das gibt's doch gar nicht. Ey, diese, weißt du, hinter dir war so ein Fass und da haben die wohl irgendwie draufgefranst. Ey, die müssen irgend so Pumpguns haben oder sowas. Das hat mir direkt 80% weggezogen. Was ist hier los? Okay, ich versuche dich mal schnell aufzuheben. Ah, das war ein. Ah, okay, das langt nicht mehr. Naja, ich bin leider down. Okay, das war eh jetzt ein bisschen durch. Erstmal wieder an das Spiel gewöhnen hier. Ich bin ja so in COD drin. In unserem Zombie-Modus. Also, naja, das muss besser gehen. So, jetzt. Okay, also, oh, das hat fast 1000 gekostet. Echt? Ja, die Wiederbelebung gerade eben. Bei mir hat es 263 oder 83 Dollar. Die lassen insgesamt, ich glaube, das ist 1% Prozent-Sales. Ah. Lebst du noch? Ja, ich lebe noch, aber das ist ziemlich hart, ey. Was? Da oben ist noch ein Heli, ach ja doch. Also, da will mir die Augen rausreißen und sie als Murmeln benutzen, ich glaube nicht. Ja, komm die ganze Zeit hier raus, ja, so. Danke, Kollege. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mein Käsekuchen, was die labern. Da oben fliegt das Teil. Ich treffe sie nicht. Ich treffe den Helikopter. Egal, pirschen wir einfach. Ah, da sind noch Kisten, die mache ich schnell auf. In den Kisten sollte man immer reinschauen. Ein bisschen Geld, ein bisschen Munition. Schon wieder drücke ich F. Verdammt, besser mache ich immer die Spezialattacke. Dieser scheiß Kopter da oben, den hole ich mal kurz runter. Ja. Oh nein. Oh, da ist so ein Goliath, Vorsicht. Ein rasender Goliath. Kommt mir gerade hinterher gerast. Ich drücke dich gerade. Ja, okay, aber der Kopter ist jetzt nochmal unten. Und der Goliath ist auch weg. Okay. Ich drücke schon wieder auf 11, scheiße. Oh nein, noch einer. Das soll ja wohl nicht wahr sein, ey. Vielleicht kommen die auch wieder irgendwo rausgespawnt. Ja, okay, einfach weiterlaufen. Genau. Da vorne ist schon was hier. Hui. Hier ist eine Station, wo wir wieder spawnen können. Sehr gut. Und da vorne können wir auch schon den ganzen Scheiß abgeben, sehe ich. So, Shady, guck. Oh, okay, ich hab den. Diesen Bruiser. Hier ist der andere. Naja, Prison für Prise. Na, so viel Schaden macht er jetzt nicht hier, meine. Ach du Scheiße. Meine Punkte. Ja, die kotzen mit irgendwas. Ja, ich sehe es. Aber ich weiß nicht, ob ich sie sehen kann. Ja, ich kann ihn gleich killen, der vor mir steht. Du musst nicht. Oh fuck! Sorry. kein Ding. Ich musste eh jahrzehntelang nachladen, dieser verkackten Snipe. Bam. Oh, Vorsicht, der ist gleich wieder abspannen. Oh, hier ist noch so ein kleiner mit einer Pump oder sowas. Und da kommt noch ein fetter an dran, so ein Badass Psycho. Oh, das bist du.
Oh Gott! Ich hab mich mal hier hochverzogen, um nachzuladen alles. Badass Psycho! Bitch! Beidy! Klapp mal nach. Und dann hau ich mit der mit der Raketenwerfer drauf. Ah, stimmt, Raketenwerfer. Fand ich mal so eine schlechte Idee. Aber er muss ja wieder ewig nachladen. Oh fuck. Komm schon. Komm. Bam. Ja, okay. Hast du nicht mehr? Nein. Ich hab eh schon wieder F gedrückt. Das ist behindert alles, immer die ganze Zeit die falschen Tasten zu drücken. Da ist ein Schüler 2 rum. Okay, der eine ist schon mal down. Da vorne sind nochmal zwei. Ich mach schon wieder Nate ab. Oh oh, bin fast hin. Das ist kurz Entdeckung. Jawohl, die Ultragranaten, die machen uns doch immer wieder, du. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht mit dieser Waffe, die ich dafür für sich 10.000 bekommen habe. Ist jetzt nicht so überragend, wobei es ist halt eine Säurewaffe, also gut gegen Maschinen. Und das waren ja jetzt gerade keine Maschinen. Ach nein, jetzt habe ich wieder meine Spezialattacke. Ich will immer F drücken, verdammte Scheiße. Ja. Ach du Kacke, hier ist ein Bruiser. Hey, Prison Perry Brazel. Aber ich hab ihn gleich. Was heißt das? Die sind nicht von Hyperion. Oh, und das ist der Bruder fertig. Das muss ein neuer Rekrut sein. Okay, Jungs, drehen wir sie durch die Mangel. Ja, der Slacking wird nicht mit dir reden, wenn du seiner Gang beigetreten bist. Oh nein! Überlebe einfach den Aufnahmeritus, den er für dich geplant hat, und gib ihm dann die Nachricht. Ey, der tanzt da unten rum. Ich wollte ihn schon wegsnipen. Ich komm, ich heb dich auf. Haben dich die Helis weggeknallt, oder wie? Nee, ich bin durch den Feuerschaden dann gestorben. Ich hatte wenig HP und dann brennt er 4-5 Sekunden lang und das habe ich nicht ganz geschafft. Ich ball den erstmal hier so ein bisschen Scheiße entgegen und dann eine schöne Granate noch. So. Dann werden sie zufrieden sein, wenn die hochgeht. Oder auch nicht. Oh Gott. Fettes Schwein verfolgt mich. Na, der ist aber hin. Und der andere hat ihn irgendwie gefressen. Aua. Die haben mich verkloppt. Gib mir. So, okay. So, ich glaube, ich nehme echt wieder meine Pump. Also irgendwie ist es jetzt nicht so überragend. Ich nehme wieder die Pump. Zumindest hier gegen die Menschen. Oh fuck, Alter, ich drück schon wieder. Ey, das muss ich mir langsam echt abgewöhnen hier mit meiner F-Triggerei. Und später, wenn wir COD spielen, drücke ich dann eh wahrscheinlich die ganze Zeit. Genau. Scheiße, ich bin hin. I'm on my way. Vielleicht habe ich hier auch gleich. Na, okay, die kriege ich. Oh Gott. Thanks. So, okay, mal schnell weg, ein bisschen heilen erstmal. Hier liegt. Ach scheiße, habe ich es aufgehoben. Hier sind offene Trüchen. Und hier müssen wir wohl auch irgendwo hin. Hier geht's glaube ich hoch. Überlebe Initiation. Oder müssen wir zuerst die Nachricht überbringen? Ah, wir müssen erstmal hier rein wahrscheinlich. Ja, so wie das aussieht. Warte kurz, ich habe noch Bad Arsch-Punkte. Doch nicht. Ich schau mal gerade bei mir nach, ob ich bei mir was habe. Ich hab gar nicht. Ich dachte, ich hätte 5 Bad-Ass-Punkte bekommen. Also ich habe einen. Was nehmen wir da? Schildladeverzögerung, Nachladegeschwindigkeit. Rückstoßdämpfung. Wen interessiert eigentlich der Rückstoß? Ist das jetzt so wichtig hier? Also ich habe noch nichts gemerkt. Also mich hat noch nicht der Rückstoß der Waffe irgendwie mich davon abgehalten, einen zu killen. Und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Gehen wir mal da runter, oder? Ja, ich bin gleich wieder da. Ich habe noch kurz Munition aufgesammelt, weil ich will da nicht naked stehen. Rekrut. Aber jetzt wird's Zeit für die echte Aufnahme. Slaps, zerfleischt sie! Okay. Ihr Idioten wollt doch die ganze Zeit mal wieder gegen einen Kammer. Oh, keine Munition. Das ist eure Chance! Oh, ach du Scheiße. Die sind ja richtig hart unterwegs. Was ist mit denen los? Perfekt, da drüben ist auch noch einer. Oh Gott, ich schaff's nicht. Oh fuck.
Okay, warte, ich muss... Ach, jetzt sind die weggelaufen, die Penner. Boah, wer labert denn die ganze Zeit so blöd? Scheiße, verdammt. Oh. Oh Gott, ey. 2 Sekunden und direkt wieder down gegangen. So, jetzt komme ich wieder runter, dann renne ich jetzt diesmal nicht so extrem rein. Boah, dann musst du sogar erst hier hoch. Alter, ich baller den mit der Snipe in die Fresse rein, das macht ihm gar nichts. Das geht ein bisschen besser. Ja, jetzt rennt er weg. Ich hasse es, wenn die nur noch einen minimalen Balken haben, dann rennen die einfach weg. Als ob die riechen würden, dass wir kurz vorm Abkacken wären. Die riechen das, Herbert, die riechen das. Ach, das soll ja wohl nicht wahr sein. Naja.